Skandinavien, Finnland, sehr dünn besiedelt. Im Winter ewige Nächte, im Sommer ewige Tage. Tundra, Taiga, Moore und Seen, soweit das Auge reicht. Und mittendrin Großwelt. Aber halt, alles der Reihe nach. Meine Sommerreise beginnt mit der Zugfahrt zum Münchner Flughafen. Zwischenstopp Helsinki. Dann geht es weiter nach Oulu, etwa 300 Kilometer südlich des Polarkreises. So, bin jetzt hier in Oulu gelandet und Max holt mich gleich ab. Mal gucken, was das gibt. Da ist er! Alter Schwede, voll geil, oder? Das ist also Max, den kenne ich aus Costa Rica und aus Ulm und überhaupt. Besser geht's kaum. Geht's weiter. Sau geil. Ja. Wir fahren sogleich ans Meer, um vielleicht ein paar Vögel zu fotografieren. Und finden eine Uferschnepfe. Am nächsten Tag geht es zum Olanka Nationalpark an der finnisch-russischen Grenze. Wir halten kurz am Sumpfschutzgebiet Hirvisuo. Es liegt etwa 40 Kilometer nordöstlich von Oulu und ist ein wertvolles Vogelhabitat. Da wir auf der Durchreise sind, haben wir leider nicht genug Zeit, uns näher damit zu befassen. Trotzdem wunderschön. Weiter geht's. Auf der Straße durch die finnische Taiga kaum Verkehr. Safari in Finnland. Halbdomestizierte Rentiere sind hier normal. Wir sind voll die Survival-Spezialisten hier im Supermarkt. Ziemlich mal. Was soll ich machen? Ich benehme. So, wir filmen hier jetzt unsere Angelausrüstung. Und dann werden wir geile Fische essen. Yeah! Zahlst du schon wieder? Und dann pinnen? Ja? Na Quatsch. Das ist ja nicht ganz so beeindruckend. Eine kleine. Oh. Max hat diese Rentiere zum Fressen gern. Die Schotterpiste führt zum Olanka Nationalpark. Ich lege mich einfach direkt so zu dem. Oh, geil. Thank you.
hier wollen wir einige Tage bleiben. So, und das wird jetzt unser Campingplatz sein. Für wie lange, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Und wie findest du es, Max? Es ist schon schön hier. Auf jeden Fall. Vergleichsweise wild. Wir haben trotzdem noch ein paar Angenehmlichkeiten. Come on. Jump in. And get inspired.